meine Lieben, willkommen auf meinem Channel Dani Whalen. Heute geht es zum dritten Mal um Schönheit von 1910 bis 1960, beziehungsweise um Make-up, womit man die Schönheit dem Jahrzehnt angepasst hat. So, und heute geht es spezifisch um Augenbrauen. Erstmal vorab, wenn euch mein Channel und dieses Video gefallen, bitte einen Daumen nach oben da lassen, ein Abo da lassen. Und gerne auf die Glocke neben dem Abo-Button drücken, damit ihr Benachrichtigungen bekommt, jedes Mal, wenn irgendwas hier auf meinem Channel passiert. Und dann starten wir auch schon mit den Augenbrauen im Jahr 1910 oder in dem Jahrzehnt ab 1910. Es wird interessant. Im Jahr 1910, so wie fast alles, man hat ja nur ganz wenig gemacht, es war auch noch nicht so gang und gäbe, dass man wirklich viel nachbessert, es war sehr zurückhaltend noch, hat man auch an den Augenbrauen nicht viel gemacht. Sie wurden ein wenig gezupft, ein wenig getrimmt, sodass sie natürlich aussehen, aber schön natürlich. In den 1920er Jahren wird es dann richtig intens, denn die Augenbrauen werden ganz dünn gezupft, teils rasiert, und dann nachgezeichnet mit einem braunen oder schwarzen Stift. Dieser mit diesem Stift oder Eyeliner geschminkte Strich ist wirklich super dünn und präzise und wird als Bogen oder etwas abfallende Linie gezeichnet, um einen etwas, man könnte fast sagen, leidigen, unglücklichen Gesichtsausdruck zu schaffen. In den 30er Jahren hält sich der super dünne Strich der Augenbrauen, jedoch wird diese jetzt wieder ein wenig länger, damit es wieder mehr nach einer Augenbraue aussieht. Aber auch etwas dickere Augenbrauen werden jetzt wieder Mode. Und um diese glänzen zu lassen, benutzt man auch gerne verschiedene Öle wie Olivenöl, damit das so ein bisschen fancy aussieht. Weil, warum nicht? In den 1940er Jahren, in dem auch der Look an sich ja etwas natürlicher ist, der Fokus liegt ja mehr auf den Lippen, wie wir schon im letzten Video festgestellt haben, werden die Augenbrauen wieder sehr natürlich. Sie werden zwar getrimmt und etwas gezupft, also schon in Form gehalten, sind aber jetzt doch wieder typisch Augenbraue, etwas dicker und entweder rund oder eckig, je nachdem wie die Augenbraue ausfällt. Wie gesagt, Natürlichkeit ist dann doch angesagt und es gibt einfach schöne Augenbrauen endlich wieder. So richtige Augenbrauen. Yay! So wie alles an den 50er Jahren haben auch die Augenbrauen so eine ganz intensive eigene, man könnte fast sagen, Ausstrahlung. Ausdrucksvoll, charakterstark, etwas dicker werden die Augenbrauen gezeichnet oder in Form gebracht. Die Augenbrauen sind teils auch beabsichtigt etwas dunkler als die Haarfarbe und oft recht kantig, wie man es zum Beispiel auch durchaus von Marilyn Monroe kennt. Mit ihrer spitzen Kante und charakteristische Augenbrauen hat natürlich auch auf jeden Fall die, ich würde fast sagen, Stilgegenspielerin, wenn man mal beim Bekanntheitsgrad bleibt, Audrey Hepburn. Diese Dicke und das Ausfüllen der Augenbraue wird in den 60er Jahren mitgenommen, aber gleichzeitig entwickelt sich auch noch ein weiterer Augenbrauenlook in den 60ern, nämlich die etwas rundere Augenbraue, die weniger kantig ist als in den 50ern. Das sind dann so die beiden Looks, die gewollt sind in den 60s. Und damit wären wir mit den Augenbrauen auch durch. Jetzt fehlen nicht mehr viel im Gesicht, aber ein paar Stationen gibt es noch. Bleibt also dran. Ich freue mich drauf, euch beim nächsten Video wiederzusehen. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von den Augenbrauentrends über die Jahrzehnte haltet. Und dann sehen wir uns hoffentlich ganz bald wieder. Bis dann. Tschüss.